Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein neues Video für euch. Das Thema ist, sind die No-Gos bei Jungs? Ich wurde voll oft auf meinem Blog und in Ask gefragt und dann wollte ich euch einfach das mal so aufzählen. Das erste No-Go ist, dass wenn Jungs in der Gruppe sind, dass sie dann einfach immer so voll cool tun, so Yo, Junge, Alter! Und so und vor ihrer Freundin so voll nett und normal und dann, wenn sie dann in der Gruppe so, yo, Alter, und so. Und ich finde, man sollte auf jeden Fall zu seiner Freundin stehen und auch zeigen, dass man die liebt und so. Und ich finde auch, dass man da nicht so voll, yo, ich hab die geknallt oder so. Das ist auf jeden Fall ein No-Go. Das regt mich voll auf, wenn man sich so verstellt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das sind ja keine richtigen Freunde. Wenn die einfach so, wenn du dich vor deinen Freunden verstellst, dann du musst ja so sein, wie du bist vor deinen Freunden und nicht so, Junge und Alter und so. Und das ist so Gossensprache, so voll, eigentlich, das, die tun dann so cool, aber eigentlich ist das total uncool. Jungs, ganz ehrlich, was geht bei euch falsch? Was auch gar nicht geht, ist, dass wenn die sich so vorm Spiegel die ganze Zeit und so, oh, meine Haare und Haarspray und 3000 Stunden länger als die Freundin oder so. Ich meine, es ist ja schon eklig, wenn sie fettige Haare haben oder Mundgeruch. Ich meine, wer küsst schon jemanden, der Mundgeruch hat? Aber es geht nicht, dass ihr so lange vorm Spiegel steht. Ich meine, ihr seid das Weiber. Dritte ist, dass wenn ihr raucht und sauft, um cool zu sein. Ich meine, hallo? Wenn man trinkt und raucht, das ist okay. Ich meine, das ist normal eigentlich. Aber wenn man das so macht, um cool zu sein, yo, ich exes jetzt und so. Okay. Also das ist auf jeden Fall voll das No-Go und das geht gar nicht. Es gibt hier tausend Sachen, alles was euch einfällt, über ein No-Go, schreibt die einfach unten in die Kommentare rein. Ich freue mich über alles, was ihr schreibt und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, auch Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und was ist das so? Ich lach nicht. Das soll ich mal sagen? Nein. Nee.